Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Heute ist Zeit für unsere letzte Heimtrainingsfolge für dieses Jahr. Wir haben uns was Besonderes überlegt und zwar wir haben einen Zusammenschnitt aus unseren besten, aus unseren lustigsten, aus unseren schönsten Heimtrainingsfolgen aus dem letzten Jahr für euch zusammengeschnitten. Alle Videos hintereinander, aber ihr dürft euch natürlich auch alle anderen Sachen anschauen. Ja? Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Ein ganz besonderes Jahr liegt hinter uns. Nee, es gab eine Zeit, wo wir uns gar nicht gesehen haben, wo wir uns nur über Videos gesehen haben. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, gemeinsam ganz viel erlebt. Wir haben verschiedene Stadtrallyes gemacht. Wir haben verschiedene Heimtrainingsfolgen mit euch gemacht. Wir sind zusammen auf den Mount Everest geklettert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir sind Stufe für Stufe ganz viele Leute bis auf den Mount Everest hochgeklettert. In unserer aktuellen Lauf-Challenge haben wir schon 1300 Kilometer gemeinsam zurückgelegt. Wir hatten viele gemeinsame Erlebnisse auch, wenn wir uns nicht sehen konnten. Den Sommer über, wir hatten ganz tolle Camps, was sehr schön war, ganz viele Kinder wieder in Bewegung zu sehen. Ein ganz schwieriges Jahr, aber wir wollen den Blick nach vorne richten und schauen, was auf uns zukommt. 2021, wir hoffen einfach, dass es besser ist wie das letzte Jahr. Ich hoffe, dass wir uns mehr sehen. Ich hoffe, dass wir mehr uns gemeinsam bewegen können, gemeinsam Sport treiben können. Bis dahin wünsche ich euch ein ganz schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2021. Ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen können. Und in der Zwischenzeit möchte ich euch nochmal dazu ermutigen, immer auch an unser Motto zu denken. Unser Motto, was wir dieses Jahr in der KISS ganz neu hatten, ist ein ganz wichtiges Motto, das ganz viel beinhaltet. Und ich möchte, dass ihr da immer dran denkt und wir das jetzt einmal nochmal gemeinsam machen, bevor es dann gleich mit den Videos losgeht. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin stark. Ich bin mutig. Ich schaffe das. Aufgabe ist die, ich muss die ganzen Tücher, die ich verteilt habe, auf einem Fuß hüpfend hier in den Wäschekorb räumen. Heute schicke ich euch mal ein paar liebe Grüße vom Gymnastikraum, in dem ich mich halt befinde. Der ist ganz schön leer ohne euch, das heißt, wir vermissen euch sehr. Dennoch haben wir halt eine coole Bewegungsaktion für euch vorbereitet. Wir sind sicher, dass ihr Kinder darin viel, viel besser seid als eure Mamis und Papis. Das heißt, ihr schaut euch jetzt die nächsten Videos an. Macht es dann euren Mamas und Papas vor und zeigt es, dass ihr viel, viel gelenkiger, mehr Kraft habt und in den Bewegungsaufgaben, die wir euch jetzt gleich stellen, viel, viel besser seid als eure Eltern. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. So, als erstes habt ihr die Aufgabe, jetzt euch hinzusetzen und wieder aufzustehen, ohne dass ihr die Hände dabei benutzt, okay?
dass uns das ein bisschen leichter fällt und dass wir nicht schummeln. Nehmen wir mal die Arme über Kreuz vor unserem Körper und dann probieren wir das mal aus. Das heißt, wir setzen uns einmal hin und stehen dann wieder auf. So, um das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger zu machen, setzen wir uns nicht einfach irgendwie hin, sondern wir setzen uns im Schneidersitz hin und stehen dann aus dem Schneidersitz wieder auf, und zwar das Ganze auch ohne Hände. Ich probiere es euch einmal vorzumachen. So, liebe Kids, heute haben wir wieder was für euch vorbereitet. Und zwar alles, was ihr diesmal braucht, ist ein Ball, der hüpft, im Optimalfall ein Tennisball. Schaut mal, ob ihr sowas irgendwo zu Hause rumliegen habt. Und dann brauchen wir noch einen großen Joghurtbecher, der sollte auch zu finden sein. Den wascht ihr am besten einmal kurz aus, und mit den zwei Gegenständen geht es dann auch schon los. Viel Spaß dabei! Hallo, heute haben wir ein paar Spiele für euch vorbereitet mit dem Luftballon. Was ihr dazu braucht, außer einem Luftballon natürlich, ist eine Pfanne. Die dürft ihr euch gerne von euren Eltern aus der Küche einmal holen. Und was du sonst noch brauchst, sind kleine Plastikbecher oder kleine Sachen, mit denen wir später einen Slalom machen können. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Danke euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, das Spiel mit dem Luftballon hat euch ganz viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns bald wieder mit ein paar neuen Aufgaben für euch.
dann so weit wie. So, liebe Kids, halt dürft euch einen Stab schnappen, sei es in Form von einem PVC-Rohr, da fragt es am besten euren Papa oder die Mama, oder in Form von einem Besenstiel, oder am besten ihr geht's im Wald raus und sammelt euch einen Stab und dann dürft ihr mal die Übungen, die ihr jetzt dann euch gleich im Video vormacht, versuchen nachzumachen. Dann viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.